Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Projekt hier auf meinem Kanal. Und ja, vielleicht kennen das schon einige von euch, denn das hier ist Life is Strange 2. Es gibt bereits schon einen Teil und ich empfehle euch wirklich, den ersten Teil anzugucken. Es gibt auch einige andere Teile davor, zum Beispiel Captain Spirit, was ich auch ganz interessant fand. Das war kostenlos. Ich habe das leider nicht auf meinem Kanal. Ich wollte es mal bringen, aber ich habe es aus irgendeinem Grund nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht mehr, ich war doof. Egal. Auf jeden Fall, Leute, das ist Life is Strange 2. Deswegen, wie gesagt, Empfehlung, den ersten Teil sich anzugucken. Bei irgendeinem, ich kann nur empfehlen, Kronk oder so, keine Ahnung. Und ja, was kann man zu dem sagen? Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was Life is Strange ist, es ist quasi ein Spiel, was wirklich, also ich kann immer nur Chapeau, Chapeau sagen, denn die Leute, die das hier gemacht haben, ja, die haben wirklich ein atemberaubendes, schönes Spiel entwickelt. Das ist wirklich wunderschön. Du kannst selbst entscheiden. Es gibt unterschiedliche Enden an sich. Soweit weiß ich ja schon. Ich habe es ein bisschen durchgelesen. Und du kannst halt einfach die Geschichte selbst bestimmen. So, man ist jetzt quasi in einem Teenager-Leben und man lebt in Amerika. So viel ist schon mal klar. So viel kann ich schon mal sagen. Und es wird auch so ein bisschen vermittelt, wie auch die aktuelle Lage ist. Denn man weiß ja mit Trump als Präsident, dass auch einige andere Sachen gerade nicht mehr richtig laufen in Amerika. Auch unter anderem der Rassismus ist immer wieder da. Man kennt es ja auch mit Mexiko und allem drum dran. Und ich denke, ich fasse jetzt nicht lange herum und wir fangen jetzt hier einen neuen Speicherstand an. Ich habe noch nie im Leben dieses Spiel selbst gespielt. War das allererste Mal und ihr seid jetzt mit dabei. Ich hoffe, es wird richtig, richtig cool und spannend und hoffentlich nicht zu traurig, denn das kann ich schon mal versprechen. Leute, genießt es, lehnt euch zurück und wir gemeinsam gehen jetzt durch dieses Spiel hindurch. So, das ist jetzt hier nochmal gemeint. Habt ihr es selbst gespielt oder nicht? Ich habe es persönlich nicht gespielt, aber ich sag trotzdem ja, weil ich habe es gesehen. So, für die Leute, die es gesehen haben, ist immer gut, für die Leute nicht. Wie gesagt, erstmal das hier noch weglassen und dann erstmal Teil 1 gucken. Ist leider nicht auf meinem Kanal, deswegen, wie gesagt, geht auf andere Kanäle und schaut euch das an. So, das hier ist auf jeden Fall jetzt eine andere Person. Und wir spielen jetzt deren Geschichte. Mein Gott! Gamma, ja. Ja, das geht eigentlich so. Ja. Passt. Gut. Ja, genau. So, oder? Moment, was ist, wenn wir hier drauf gehen? Ah, verstehe, geil. Genau, ich habe ja hier die volle Edition mir geholt. Das heißt, wir haben alle fünf, es gibt fünf Episoden davon. Wir können aktuell die erste spielen und das ist namens Episode 1 Roads. Dann mal los. Ich bin so gespannt. Es ist so ein wunderschönes Spiel, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Boah, ich kriege Gänsehaut kriege ich die ganze Zeit. Oh, ich bin leise. Officer Matthews, I've got a 1010 in progress. 1452 Lewis Avenue. I'm gonna need backup. Copy that. All backup available. It's gonna be alright. What the fuck? Was zum. Und damit herzlich willkommen zu Life is Strange 2.
it tonight. Don't be late, losers. Okay, update time. You heard back from Jen yet? No. I'm sure she'll reply at some point. Let me take a look at the situation. Hey, Jen, you going to the party tonight? Dude, we talked about this. Could you have any less game? I'm no good at this. Ooh, how about... Yo, Jen, see you at the party. Let me know if I should bring handcuffs. Oh my god, you thirsty bitch. Here, let Lila the Love Witch work her magic. Okay, just don't make me sound like a loser. I said matchmaker, not miracle worker. Hey, hold on. Let me check it before you send. Too late. Oh. Would be awesome to see you there. What? I could have texted that. It's a good start. She'll text back, you'll see. You know, I don't even know if I want to go tonight. Oh, please. It's gonna be fun. You hate every party. Oh, because they're all the same. Too many people, too fucking loud, everybody's wasted. Yes, Sean, you just described a party. Oh, yeah. Well, the suspense is killing me. It's Dad. Wants to know if I'm coming home after school. Jeez, I'm not a 10-year-old. He just cares about you, Sean. Anyway, you should be happy your dad's looking out for you. Das ist richtig. Oh, it's Jen. Saying she can't wait to see us at the party! What? Really? Yes! Told you I would work my matchmaker magic! So what should I wear tonight? A condom. Ha. Paying plenty of attention in sex ed class, I see. Hey, lovebirds. Back from the loony bin? Shut the fuck up, dickhead. Damn, your neighbor's an asshole. Mm-hmm. Yep. Always true to himself. Man, we need to find a couch for your yard one day. Ooh, careful. Uh-oh. Last time my dad almost busted me out here. Because you were alone? Your dad wouldn't bust me. He loves me. So, you want to hit or not? Poor. Ja. Ziehen oder ablehnen? Genau, wenn man... verständigen Sie mit. Ja, schon klar. Die Frage ist, sollten wir das jetzt machen oder nicht? Wir bekamen ja schon mal einen Anschiss vom Vater. Ach, ich weiß nicht. Also an sich schätze ich, ich glaube, ich würde es ehrlich gesagt lieber ablehnen, oder? Das wäre, glaube ich, das Beste. Nah, maybe at the party. Trackstars aren't supposed to smoke. Genau. Yeah, sure. I'll remember this when you're begging for a spliff tonight. Speaking of weed, I got that covered tonight. What else do we need? Eric said his parents don't leave shit at the cabin, so we better make an official party list. Hey, whoa, what the hell are you don't doing? Don't move. You're my human post-it note. First, we need money for supplies, munchies, chips and dip, soda, etc. This better wash off. And of course, we must not forget the booze. I can probably snag a six-pack from Dad if he's got enough. Hey, did you ever think of maybe just sending a text instead? Oh, right. Blankets. It's gonna get so chilly tonight. You and Jen are gonna need something to snuggle under. Oh, one last thing. C-O-N-D... Ja. You're out of room, punk. Oh, was? Das ist doch nie im Leben. Das kann mir doch keiner erzählen. Is this how you see a penis?
Damn, you should try and actually see one for real. You don't want to go down that road, dude. My chances of scoring tonight are probably 10 times yours. You wish. Oh, these fucking planes, man. I want to hate them, but I'll miss them so much if I move somewhere else. Oh. Shit changes so fast. I get so emo sometimes, wondering what will happen to us once we graduate. Will you still be my BFF? Will shit ever get better than 1452 Lame Avenue? No, it's possible. Was eine Frage. Natürlich sind wir immer Freunde, egal wie weit entfernt man zueinander ist. Yeah, man. Friends forever. Yeah, but what happens if we go to different colleges? Or you get sick of me? Whatever. You heard of the internet? No way distance can tear us apart. Oh, yeah. We're freaking fighters. Yeah, you're right. Best freaking fighters forever. Okay, it's getting way late and I gotta pick out my outfit for tonight. Skype me later when you're ready. Hugs. Talk to you soon. Hello, Friday night. Freitagabend, oh yeah. Oh. Hey, perfect timing. Just the son I wanted to see. Oh, sure. But I'm a little busy. Did you see Lila? She said we can go to the movies next week. She said... Dude, bug her, not me. You're not exactly her type. You're lucky she puts up with you. Ugh, jeez. Thanks, Pop. I feel really supported right now. You're welcome. And now we need an objective judge. That would be you. Really? Hey! No fair! Court is in session. Judge Diaz, presiding over the case of the last Choco Crisp. I have to go get ready for a party and stuff. So, well, if you want to attend to a party and stuff, you have to earn your honor. Oh, shit. So it's us. Hey, oh, yeah. Yes, I heard tattletale. Please, Judge Diaz, be an example to the court and society. Then you can go hook up or chill or whatever. Now, who deserves to eat this final Choco Crisp? Your adorable little brother who eats about 10 bags a week. Or your poor, suffering father who slaves over a hot engine to provide his family with a home and a garage? Me. Come on, Judge. Shh. Let him decide. Judge? The verdict. Okay. ja, genau hier. Komm, warte mal. Das hier. Ah, nee, Moment. Das hier. Das ist schon viel besser. Ihr seid beide schuldig. Nee, dann. Das heißt, er kriegt das, ne? Boah, man kennt ja Geschwisterliebe. Und ich schätze. Der große Bruder würde gerne dem kleinen Bruder, der eh schon so viele reinpfeift, gerne mal eine reinwischen. Oder er gönnt sich gleich selbst den Schokoriegel. Ich weiß es nicht. Ich würde es gerne selbst machen, aber ich glaube, das ist halt Geschwisterliebe. So kennt man es eben, ne? Daniel was guilty of being a brat. So the Choco Crisp goes to Senor Diaz. What? No way. You're a cheat. Nope. I'm the law. Your Honor, I can't let you punish an innocent man. So? Oh, yeah. Yeah, I always knew you'd confess. Das war so klar, einfach. Okay, back to work. I hear an engine calling my name. And you better play nice together, like you always do. I have to go to work in my room, too. Yeah? Don't hurry back. Alles klar. So, da sind wir also. Jetzt kann man uns selbst bewegen. Okay. Oh.
Let's get this party list started. Alles klar. Partyliste? Moment, was für eine Partyliste? Oh, wütender Hinweis. Okay, Moment. Wie? Oh. Ah, hier! Geil! Inventar, ey. Lüge! Geht gar nicht. Oder ist das... Ah! Boah, Alter, geil. Oha! Du brauchst Hilfe mit Mathe? 5? Okay. Ist natürlich eine falsche Nummer, ne? Also, 3,20 €. Was ist da? Oh. Aha. 2000. Ah, okay. Das heißt, er ist jetzt... Er ist sogar schon vor einem Monat... Welchen Tag haben wir heute? Den 27. Okay, also vor 12 Tagen und einem Monat ist er 18 geworden. Krass. Feuer. Ah, hier, guck. Genau. Wow. Das hätten wir auch... Ach Gott. 71, okay. Ja. 63 Kilo. Oh. Ja, das ist so circa bei mir so. Okay, don't be bullet. Ja, okay. Was ist das hier? Ich hasse Multi-Choice-Fragen. Ich rate immer falsch. Multiple-Choice-Fragen. Okay, alles klar. Kopfhörer, Schlüssel. Oder cooler Schlüsselanhänger auf jeden Fall. Ein USB-Stick. Der ist seit... Oh, was? Moment. Der ist seit Monaten da drin. Ich weiß nicht mal mehr, was da drauf ist. Oh, lass mal gucken. Bitte. Wasser. Ich gehe nie irgendwo ohne Wasser hin. Dieser Herbst war bisher echt trocken. Echt? Ich dachte, der Sommer. Na gut. Also nach Snacks suchen, Drinks für Erics Party finden, Papa um Geld bitten, eine Decke finden. Er will echt eine Decke finden. Oh Gott. Okay. Alles klar, Kumpel. Du bist der Boss. So, bitte der Hinweis. That's right. Gipendejo. Gipendejo. Okay. Herr Diaz. Moment. 20. Oktober 2016. Das heißt vor 2 Jahren. Herr Diaz, Ihre Grundstücksgrenze überschneidet sich mit meiner und Ihre Kinder. Sind laut und bleiben nicht auf Ihrer Seite. Ich habe Ihnen mehrmals gesagt, Sie sollen einen gesetzmäßigen, vernünftigen Zaun, nicht höher als 1,80 Meter, gemäß der Baunutzungsordnung von Seattle, zwischen Cook Seattle, Amerika, zwischen unseren Grundstücken bauen. Und bis jetzt haben Sie dies nicht getan. Ich kenne meine Rechte als US-Bürger, Sie vielleicht nicht, aber ich war... Oh, warte mal. Rechte als US-Bürger auch noch, so, weißt du, so richtig schön betont, so. Sie vielleicht nicht, Diaz, das ist wahrscheinlich hier, wie ich ja schon gesagt habe, Mexikaner. Sie vielleicht nicht, aber ich erwarte, dass Sie diesen Regeln folgen. Falls Sie keinen vernünftigen Zaun errichten, bringe ich Sie vors Bagatellgericht für Schadenersatz. Ihr Nachbar Scott Fogan Foster. Ach ja. Hat er anscheinend nicht drauf reagiert. Verständlich. Turnschuhe? It's nice going jogging with Dad every once in a while. Though he's way too chatty. Ja, natürlich. So, Schultasche. Better pack for the party. Natürlich, machen wir. Oh. Warum bin ich jetzt hier drin? Brauchen wir Wasser oder? Nee. Eine Runde hier nicht zu verlieren, wie auf der letzten Party. Oh, ja, natürlich. Das wäre nicht so schlau. So, geiler Fernseher auf jeden Fall. Kann man sich hier hinsetzen? Das will ich zuerst machen. Jawohl. Lass mal ein bisschen Fernsehen gucken, komm. If things go well, should I bring Jen back here? Maybe Dad won't like her. Or she won't like him. Ah, ich weiß, was er macht. Or worse, she could get along with Daniel. Dude, stop. I'm not even dating her. Yet. Ich schätze, er denkt gerade zu viel nach. Also, das machen ja auch die meisten Leute manchmal. Sie bilden sich Situationen ein, die eventuell noch nicht mal kommen. Und man macht sich vielleicht auch Hoffnung bei manchen Sachen.
aber dann macht man sich doch selbst noch mal ein bisschen runter eventuell. Und ja, traut sich vielleicht manche Sachen auch gar nicht mehr. Und dann kommt es erst gar nicht zu solchen Situationen, denkt man sich. Aber genau in sowas muss man dann doch noch manchmal es einfach mal probieren. Und dann findet man erst heraus, was wirklich passiert wäre. Als wie nur drüber nachzudenken. Das mal so nebenbei. Deswegen Leute, nicht so viel nachdenken, macht es einfach. So. Schade, ich darf wir gucken Fernsehen. Oh, Playbox. Okay, erstmal alles essen. Lecker. Dad hates sushi. Sushi! But he orders it anyway for us. Sushi! Buch. Lesen wir jetzt. I'm not that into cars. Natürlich. But these are pretty bitching. Oh yeah. Muscle cars of the 1960s. So, big wheels. Ja, okay, alles klar. Sehr viel Text, auf jeden Fall. I could just stay home and binge Top Gear with Dad. Oh ja! Daniel, but mach mal! Not tonight. Wow! Komm! Das geht vor! Nein! Okay. Er will natürlich seine geile Party. Oh, warte mal, die Kopfhörer kenne ich doch von irgendwoher. I need to take care of that party. Oh ja, ja, ist ja gut. Moment. Ich will doch nur mal. I don't know who plays more. Daniel or Dad? Echt jetzt? Daniel spends hundreds of hours yelling into the mic playing Minecraft with me. Minecraft! Jawohl. Baseballmütze. Man, is there any more boring sport than baseball? Keine Ahnung. But die Bilder, Alter. You do you, Dad. Die Bilder. Die VDs. Every Christmas, Dad wants to watch the Lord of the Rings trilogy. Ja, Mann, ey, das stimmt halt echt. That's cool. Das ist halt echt geil. Also, ich kann es jedem empfehlen. Der der Ringe. Schön hier. An Weihnachten und so. Gönnt euch. Do not enter. Ever. Okay, dann. Do Ach, not Mann. Enter. Komm schon. Ever. Trust me, Dad. I won't. Oh. Natürlich, natürlich. Ich schau mir erst hier, bevor wir da nach unten gehen. Es ist so einladend, aber. Oh. At least I don't have to help Daniel out with math. Okay. Oh. Thanks, Dad. Das ist überhaupt richtig. Aha. Very interesting. Gut. Rechnung. Oh. Man, the guy never stops working. Oh. Ich glaube, das sollten wir eigentlich nicht sehen, oder? Naja. Postkarte. Will Dad actually take us there one day? Doubt it. Oh, Alter. Puerto Lobos. Puerto Lobos. Ich kann es nicht so gut aussprechen, Leute. Es tut mir furchtbar leid, aber ich meine schon, dass es so heißt. Puerto Lobos. Lobos. Oder irgendwie sowas. Kann man da nicht rein? Reinlunzen wenigstens ein bisschen? Nee? Hm. Ich finde auch so schön hier die Atmosphäre eigentlich. Und außen herum sieht man auch noch alles. Hallo, Kinder. Oh, guck mal, da ist ein Ball. Basketball wahrscheinlich. Lass den mal klauen. Nein. Oh, dieser Hund die ganze Zeit. Ganz leise hört man den. Ich denke, das war mein Hund. Weil er klingt genauso. He was so proud to get that. He should be. Ja, warte mal, was ist das? Auszeichnung hier. Oh, geil. Meisterautomobilmechaniker. Verliehen am 28. März 2009 in Seattle, Washington. Geil. Respect, Vater. Detox Smoothie. Dad tries so hard to get on a healthy diet. I can't Geld wait class. For him to be on Instagram. Real funny, Dad. Münzen stehlen. Was steht da nochmal drauf? Money. Verdammt, was heißt das erste Wort? Nein. Come on, move your ass. Ist ja gut. Get those party supplies on the list. Müssen wir Geld kriegen? Um Geld bitten. Wisst ihr was? Wir stehlen sie uns nicht, wir borgen sie uns, ja? So. No harm. Nein.
I'll pay this back before next week's Sports Genau. Tonight. Ja, wir sind ganz lieb. Promise. Siehst du? Habe ich ja gesagt. Der wird das wieder zurückgeben. Irgendwann. Whiteboard. Es sind ja auch nur 10 Euro, ja? Also. So, jetzt fühle ich mich schlecht. Weil man das machen kann. Jetzt fühle ich mich wirklich schlecht. Ach, shit. Okay, komm, wir gucken uns erstmal um. Whiteboard. Meet the Diaz. Organization Expert. Boah, was zum... Ist das ein Hundekopf? Alter, oh, okay, okay. Okay. Mais, oh, was zum Mais-Sirup? Is Dad baking something? Was ist denn Mais-Sirup? Oh, sorry, ich hab's noch nie gehört. Alter. Okay. America. Ah, was haben wir denn da so Schönes? Kekse. Halloween-Süßigkeiten? Chips. Chips, die brauchen wir. I hope there's also, like, real food at this also mal in die Tasche, ne? Natürlich. Ach so. Ja, passt. Ich will. Cross that off the list. Food down, drinks ja, to man. Go. Kann man eigentlich mit Controller... Ich will das mal ausprobieren. Warte mal, kann man... Oh, warte mal. Ich probiere das jetzt aus, ganz ehrlich. Ich glaube, mitten in der Aufnahme, ja, mache ich das jetzt hier so schön organisiert, wie man es kennt. Warte mal, so, zack. Jetzt hat man es bestimmt gehört. So, pass mal auf, geht das? Das geht! Ich... Okay, Leute, ich spiele lieber so. Ist halt echt angenehmer, finde ich. So. Wow. Okay, okay, Moment, die Steuerung... Wow. Huh. Muss ich ein bisschen anders. So, Kühlschrank. Und da mal so Leckeres drin. Oh. Ah, ich sehe schon. Warte mal. Okay. Wir haben da Limo. Wir hätten Bier. Keksteig. Dein Ernst? Man. Daniel could live off this crap. Dein Ernst jetzt? Der würde einfach den Keksteig so essen, oder was? Die Limo oder das Bier? Er geht ja auf eine Party. Eigentlich Bier. Er hat ja auch gesagt, er bringt Bier mit, ne? Aber warum kann man ein Limo mitnehmen? Gibt's einen Grund? Ne, komm, wir nehmen Bier mit. Natürlich, aber warum kann man Limo mitnehmen? Bet there's gonna be a keg at the cabin. Werden wir dann ausgelacht? Dann tauschen wir aus, ne? Komm, auf jetzt. Können wir das jetzt in unsere Tasche schon mal reinmachen? Wie komme ich jetzt eigentlich... Komme ich jetzt eigentlich... Ah...